Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Das könnte eine epische Folge werden. Denn 59 und fast voll. Ich weiß nicht, ob ein Spiel reicht. Gewinnen müssen wir wohl. Und dann haben wir tatsächlich unseren ersten 60er Helden. Das finde ich cool. Und dass das der Magier ist, ist natürlich klar. Ich spiele mal den Budget wieder. Genau, den Prinz haben wir mit bei. Den brauchen wir hier erstmal nicht. Eigentlich funktioniert das ganz gut. Also in der aufgenommenen Folge ja nicht. Aber so funktionierte das bisher immer ganz gut. Haben auch eine ganz gute Starthand hier. Aber wir spielen natürlich schon wieder hier gegen Schamanen. So sieht's aus. Erhöht wahrscheinlich auch seinen Zauberschaden demnächst. Ich spiele erstmal nur die aus, falls er irgendeinen Zauber hat, um den direkt zu killen. Och, come on, ey, das ist ein Witz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das nervt mich. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen einen Sport ausspielen. Kann auch nicht sein, dass er direkt plus Zauberschaden bekommt. Mann, dann wäre nämlich seine Waffe auf schön auf 1 geblieben. Natürlich. Wow. Läuft nicht gut. So viel kann ich schon mal verraten. Wenigstens hier den wegkriegen. Yes! Sehr gut. Das war wichtig. Den Flächenschaden hat er eben gerade schon rausgehauen. Er hat nicht plus Zauberschaden. Überladen hat er auch. Das heißt, er hat nur 2 Mana. Sehr gut. Ich habe nur leider gerade keinen. Oh doch, ich habe ja einen Zauber. Okay, ich hau mal den raus. Und hoffe, dass er ihn einmal wegpinkt. Yes! So muss es laufen. So muss es laufen. Tempo gegen Tempo. Nur er kommt gerade nicht so richtig außer Pushen. Nein. Bitte nicht 3. Nur 2, bitte. Jo. Oh, ein Ansturm hat er, Mist. Nicht gut. Okay. Den und Ping. Gleich unter Druck setzen hier. Nicht lange warten. Wenn er den killt, hole ich ihn raus. Wenn er ihn nicht killt, hole ich ihn raus. Und dann habe ich vielleicht noch einen Zauber auf der Hand. Zumindest das brabbelnde Buch, das fehlt mir noch. Stellt 6 Leben wieder her, schade. Okay, dann freezen wir den einmal. Gleich. Oh, der. So rum. Ja, okay. Yes, sehr gut. Mega nice. Dass der direkt wieder weg ist. So, den muss ich hier mal. Zieht Karte, bis ihr eine zieht, die kein Drache ist. Die bringt mir ja nicht so viel. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Drachen ziehen, ist ja ziemlich gering. Wir haben ja nur diesen einen. Haben ja nur diesen einen Drachen. Entweder spiele ich die beiden oder ihn. Ziehen wir halt nochmal eine Karte, ne? Nur verborgen kann ich. Also mindestens eine. Dafür bin ich zuständig. Und er kann erstmal eine ganze Weile nicht face gehen. So, 2 Bananen, die kosten ein Mana-Punkt. Dann könnten wir noch beide verteilen. Mal gucken, was er macht. Ja, wird er mit ihm darauf gehen? Geht er mit seinem Helden? Das wäre ja Schwachsinn. Ah. Okay. Ja, okay, macht er doch. Okay, wir haben 2 Fackeln auf der Hand. 2, 4, 6. Dann hätten wir noch 2. So, dann machen wir so. 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 Und so.
Könnt nämlich rein theoretisch einen Pyroschlag ziehen. Wir haben hier noch Ihnchen. Ihnchen, Ihnchen. Ich nehme auch. Nee. Ich habe genau das, was ihr braucht. Blizzard. Natürlich können wir den jetzt nicht ziehen. Sechs. Die Frage ist, kommen wir noch wieder an ihn ran? Er wird 1, 2, er hat 8, killt den, killt mit 2 den, dann hat er noch 3 und ihn. Komme ich denn nochmal an ihn vorbei? Oder ziehe ich lieber safe einen Blizzard, um in der nächsten Runde Ruhe zu haben? Ich glaube ja. Leider muss ich hier erstmal auf ihn rauf. 3, 2, okay, ich ping hier rauf. Für den Pyroschlag. Dann muss er jetzt zumindest denken, dass ich einen Pyroschlag habe. Wenn ich ihn einmal anping. Er muss zumindest ein paar Sekunden drüber nachdenken. Sagen wir mal so. Geiler Kartenrücken, kenne ich gar nicht. Ich setze mich aber mit solchen Sachen ja auch nicht auseinander. No! Wow. Also ich sag mal so, zum Glück habe ich einen Blizzard gezogen, aber die Frage ist, bringt mir das irgendwas? Muss ich machen, sonst bin ich eh down. Dann brauche ich eigentlich das brabbelnde Buch. Oh, einen Pyroschlag kriege ich nicht, also funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ich bin down. Alter Schwede. Ja, wenn der Framestrike nicht kommt, ne? Und das, ach komm. Und jetzt ist der Flamestrike auch eh zu spät. Ich kann nichts mehr tun. Erhalte 2 Bananen. No. Gut gespielt. War ein geiler Zauber, den er da rausgenatzt hat. Schade. Ja, jetzt ist die Frage, ob die Erfahrungspunkte reichen, um zumindest 60 zu werden. Aber Rang 17 fahren wir uns erstmal fest. Jetzt überlegt er natürlich noch eine halbe Stunde, was man da jetzt am besten machen kann. Oh Mann. Na gut, für eine Quest vielleicht nochmal. Oh Mann ey. Tja. Die Karten, die kamen, waren dann mittelmäßig. Diesmal hat der Prinz uns tatsächlich ein bisschen gestört mit den Karten, die kamen. Hier, den Bananenmann hier, das Äffchen, Ihmchen hier konnte ich nicht gebrauchen. Den Prince himself sowieso nicht. Und sind wir wenigstens... Yes! Wenigstens sind wir 60 geworden! Und Magier von Daladan, Zauberschaden plus 1. Wenigstens das. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, euer Gonchi. Wahrscheinlich Kartenchaos oder Arena. Mal schauen. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Tschüss.